Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder beim Pro Club bei FIFA 14 und joa, wir hauen hier rein unsere vorletzte Partie und mal sehen, ob das ein bisschen besser klappt jetzt hier. Ich bin wieder Kapitän. Na denn, schauen wir doch mal. Dabei sind auf jeden Fall der Tobi, der Rosberg. Raus nochmal bitte beenden. Komm, Julian, komm rein. Julian war gerade irgendwie auf Rechtsverteidiger. Ja. Auf jeden Fall Tobi, ja. Rosberg, Patrick, Maxi, Talin und Julian dabei. Das hört sich resigniert an. Ja. Nee, aber er ist, passt schon. Okay. Talin, ich hab ja gesagt, diesmal schaffst du's. Kann ja nur besser werden, wie gesagt. Ja, also, bis jetzt sieht's gut aus. Ja, es sieht jetzt gut aus. Also ich sehe zumindest den Stern. Der bewegt sich. Naja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oh, der Stern. Was für ein Stern sieht der denn jetzt schon wieder? Das ist dieses komische Optika. Von diesen Optika-Geräten, wo du reinguckst. Oh, ist wie so ein Zahnrad. Ah. Ja, gut. Ich bin in der Arena. Man glaubt's ja nicht. Ja, Tali, mach ein Tor. Ja, hast du endlich mal ein Tor. Ich auch. Da bin ich ja jetzt wieder dran mit rausfliegen, ne? Ja. Hey. Übrigens macht heute der Linksverteidiger einen Schuss aus 20 Tor. Metern und der geht rein. In rechten Winkel. Nee, da möchte ich mich nicht festlegen. Ja, was sind die gleichen? Ernsthaft? Oh, echt jetzt? Super. Das sind wahrscheinlich die einzigen, die gerade spielen, oder? Komm hier, Steilpass hoch. Komm. Kriegst du mich, ne? Komm mal. Ach, schade. Na, aber du, da waren die Hände außerhalb des 16ers, mein Güter. Du müsstest eigentlich hier mal einen richtig schönen gelben Karton geben. Hier, raus. Odin. Oh, schade. Hast du schön gemacht. Jawohl. Lass ihn alleine machen. Den schlägt Shooto. Oh. Jetzt ziehen wir sie aber. Ich schlage. Oder Rosberg. Wer will? Ja. Nee, gib mir her. Shooter auf Mittelpunkt. Solange, was war das? Bei mir hat er nicht angezeigt, wie stark das gemacht wurde. Schieß! Warum hat er nicht geschossen, der KI-Spieler? Spieleranzeige hast du. Nee, ausgeschaltet, ne? Das habe ich sowieso. Das war aber abseits, ja. Der hat nur ein ganz kleines Stück gemacht und dann habe ich gedacht, der wäre auch wirklich nur so ganz lasch geschossen, aber der war nicht so. Also, der kam zu weit. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Och, du Lumpenkopf. Schönes Zusammenspiel, Shooter. So, weiter Einwurf. Weiter Einwurf. Hab ich nicht drin. Na, der wirft eh wieder sofort. Kannst du flanken? Schade. Wollen wir denen mal zeigen, dass wir auch anders können? Ja. Ah. Maxi, komm nach hinten. Ich hab ja drei Leute. Ja, der war ja hier. Talin ist doch da, wir müssen gewinnen. Das Ding ist, dass wir keinen defensiven Mittelfeldspieler haben, ne? Das heißt, im Endeffekt muss ich ja über das halbe Feld laufen wieder. Ich meine, das mache ich eh, aber. Naja, du kannst das doch. Naja, aber die Ausdauer, die spricht dagegen. Hier, komm. Oben lauf. Jetzt Shooto. Sehr schön. Hier ist Rosberg! Oh, schade. Oh. Was ist das für ein Torwart da drin, Mann? Schön gespielt. Na, gehen wir nochmal her. Der Torwart von denen, obwohl das ein Bot ist, lässt mich blöd aussehen. Ja, der zeigt das bei mir generell nicht an, tut mir leid. Also müsst doch einen anderen Bug, weil den hatte ich ja auch schon. Schützen hatten wir. Das ist echt ein bisschen doof. Nicht schlecht, dass sie sich immer da ins Abseits stellen lassen. Talin hat's drauf. Vergiss es. Hast du. Steh! Jo, der ist drin, schön! Bam. Schön gemacht. Bobby! Oh, das war der erste, du wolltest zwei machen, ne? Ja, genau. Gut. Talin, aber super Flanke. Nicht Talin, Rosberg. Jetzt schlagen wir die mit den eigenen Waffen hier. Ja, genau, ja.
Ja, das wird die Rache geben, ey. Ja, no. Wir haben schon ganz andere Spiele verloren, also reißt zusammen, ja. Hier, komm, langer Pass, jetzt hoher Pass, Steilpass. Kriege ich. Boah, geil. Ich komme. Hinter. Ja, genau. Was ist denn er für ein Heini hier? Langsamer Heini. Im Gegensatz zu den anderen. Der war im Endeffekt viel zu robust, der hat sofort den Ball gehabt, wo ich da war. So. Kannst du weit? Rechts, ja. Jetzt hoher Steilpass. Kriegst du. Ja. Und. Gott geben. Ja, warum ist denn der Ball da jedes Mal sofort wieder weg? Ihr müsst Kreis drücken, Freunde. Scheiße. Kreis drücken. Da macht ihr einen Fallrückzieher. Den hättet ihr hundertprozentig gehabt eben mit Kreis. Das oder R1. Müsst ihr mal ausprobieren. Ich hab A gedrückt, wollte uns zum Torwart zurückgeben. Köpfen. Aber hat er nie gemacht. Ja, das ist ja sowieso, was sind das für eine riskante Aktion? Dann macht er das sowieso nicht. Der geht dann wieder ran und dann köpft er den wieder so einen Meter weg und dann ist der nächste dran. Ich würde den immer klären. Weil nicht mal abseits, der Typ. Wollte gerade sagen. Boah, das kann nicht sein. Wie die uns jetzt wieder ausgekontert haben, also. Ja, das habe ich jetzt auch nicht. Der war doch nur abseits, oder nicht? Nee. Nee. Ach, weil der andere nicht der mehr eine dran war. Abseits. Ja, aber der andere war nicht mehr dran da, der. Na super. Ich weiß nicht, warum der den Pass da nicht hinspielt. Jetzt ist der gleiche Fehler wieder passiert und wir sind wieder hinten drin. Ja, ohne defensiven Mittelfeldspieler ist es auch schwierig da. Also müssen wir immer über die Seiten nach vorne kommen. Schön. Hier nochmal zurück. Schade. Ja, dann hau die mal rein. Ja, okay, mach ich. Komm, hör auf mich. Ja. Du willst den Ball doch gar nicht. Hab ich doch gewusst. Hm. Naja, wenigstens haben sie keinen Konter, ne? Ich krieg keine gelbe, normalerweise ist das ein taktisches Foul, aber. Komm rein hier. Ja, was ist das? Schade. So, ich stehe links. Nicht so weit links. Drückst du immer auf weiten Einwurf, aber oder war gut, ne? Ja, immer. Ja, aber du kannst ja nicht machen. Ja, bin der hin. Nee, ich hab nur angetippt. Der kann das und du nicht, oder was? Auch eigentlich kann ich das auch. Aber keine Lust zu gehabt, ne? Ja, genau. Dachte ich, ich löse das anders. Bin zu klein. Ich zieh mir beim nächsten Mal Stöckelschuhe an. Ja, ich komme da so schnell nicht ran, du. Was sind das für Annahmen? Meine war genauso scheiße. Was ist denn das für ein Kack? Warum bleibst du stehen, Godgame? Schön gehalten. Patrick, bist du noch da? Ja, ich bin da. Weil dein Spieler eben eine halbe Stunde da rumstand. Durch. Nicht nach hinten, wer hat da den Ball angefordert? Ich nicht. Das war ja ein geiler Pass. So, jetzt vor damit. Oh Gott. Wollen die uns das hier absichtlich vermiesen oder was ist hier los? Also die passen ja total einen Scheiß zusammen da. Bitte keine Bälle anfordern, ja? Also, das kriegen wir schon alleine hin hier. Außer ihr seid wirklich komplett frei. Und die sind zu blöd da zu sehen. Ach du meine Güte. Komm, den hat er jetzt. Optimistisch. Er spielt ja aber immer den Weg, den Ball darüber, kann das sein? Ist immer derselbe Typ, der das macht. Lauf mal mit. Ja.
Ich dachte, ich soll mit laufen. Ich sag, lauf mit. Aber ich. Hast du. Über Umwege kommt er dann mal irgendwo an. Hallo. Ja, aber die, ich sag mal, ne, das ist, wie gesagt, die sind so gut nicht. Die haben ihre guten Leute vorne, aber die sind schlagbar. Ist nicht so, dass man die jetzt nicht zwingen könnte. Haben sogar mehr Chancen gehabt als die. Da waren auch viele gute Kombinationen schon wieder mit dabei, also, muss man ja sagen. Beispiel schon Rosberg. Ach. Wir können gewinnen. Wir haben Moral gezeigt. Ja, wie gesagt, also das ist. Eigentlich ist alles drin. Wir haben gezeigt, dass wir es können. Wir haben gezeigt, dass wir Tore schießen können. Das Problem ist, die sind echt gut hinten, finde ich. Ich glaube, wir sind da auch mal ein bisschen hibbelig, was Abschluss angeht. Ruhig mal ein bisschen was zutrauen. Vielleicht mal einen mit vernaschen. Ja, deswegen laufe ich dagegen, weil ich den Ball nicht haben will. Ja, wir sind nicht im Abseits oder was? Wollte was sagen, also. Verzieh dich mal lieber. Was machen die da? Was machen die da? Ich weiß nicht, warum der jedes Mal den Pass zu dir darüber spielt, das verstehe ich nicht. Das ist immer dieser das Klon da in der Mitte, der spielt gerne. Die ganze Zeit immer zu dir, ich weiß nicht warum. Okay, da waren aber auch keine. Kannst du nicht sagen. Da war ein sattes V-Spiel, ey. Ich stehe auf der Seite. Komm. Wow. So, von FIFA 15 gibt's da schon eine Demo, ne? Ja. Jo. Ja. Hat da einer noch schon mal geguckt, ob die Demo besser können? Schicken schon. Ja, man kann das nicht so sagen, ne? Man muss halt viele Spiele damit machen. Komm mal. Und so viel haben wir da jetzt nicht gespielt. Ja, immer nicht macht, was ich sag. Julian, komm. Boah, steh. Nee, lass ihn drin. Er flankt doch eh wieder hier, der Typ. Weg jetzt! Schön. So, wieder oben. Nochmal oben. Hast du. Warte. Klapp! Ja, da wäre doch mal so die Zeit für den Pass gewesen, ne? Auch wenn du dein 20-Meter-Tor schießen willst, aber... Ich sag mal, ich hatte den ich stand da jetzt aber wirklich komplett frei. Ich hab aber extra nichts gesagt. Boah, super Maxi. So, Tallinn kommt noch ran. Immer einen langen Steilen. Eigentlich wollte ich den nicht in die Richtung, sondern in die andere. Die pöllen den auch immer ins Aus, statt gerade nach vorne einfach. Ja, das ist ja, wenn du schießt, dann fährt er ja. Bitte. Ich hab euch gesucht. Hab euch auch gefunden. Ah, schade, Respekt. Schön gemacht. Julian. Ich weiß, da ist nicht allzu viel Action, aber... Schön. So, rechte Seite. Nochmal. Jo. Lauf mit, Tobi. Jo. Ah, der war schlecht gespielt von mir. Sorry. So hast du. Respekt. Nee, lass ihn schießen. Oh, scheiße. Eieiei. Der linke Fuß. Ist auch nur zum Stehen geeignet. Der Ball ist zum Schießen geeignet. Ja, ich bin auch immer beidfüßig. Das hat mein Spieler ganz gut begriffen. Komm. Christo. Julian. Ja, schön. So, gleich auf. Rechts raus. Da. So, komm, lauf da in die Mitte rein, jo. Ah, schade. Christo, hier zurück. Stopp. So, Julian. Spielt mit.
Wird schön. Komm schon. Jo. Oder? Hast du? Oh, super. Nein, oh, ah, schade. Der wäre schön geworden. Ach komm, das kriegen wir noch hin, das eine Ding. Überlaufen. Nee, aber die Pässe von den KI-Spielern, die kannst du echt in der Pfeife rauchen. Hier, komm, hohen Steilpass. Ich bin immer für hoch, aber gut. Ey, der reißt mir halt den Arm raus und das gibt wieder keine gelbe oder was ist hier Phase? Also, wenn er das pfeifen würde, dann wäre das ja auch mal vernünftig. Arschloch. Ach so, Entschuldigung. Ich nehme ja auf. Du nicht netter Mensch. So, komm, geh ran da. Wahnsinn. Geiles Ding. Ich weiß nicht, wie die passen. Das ist echt geil. Spiel zurück. Hier, hol Steckdose. Steckdose. Rossberglauf, mach das Ding. Das gibt's nicht, Alter. Sorry. Stopp. Er will sein 20 Meter Tor haben. Aber es waren 30, deswegen wird's nichts. Wäre der aufs Tor gegangen, wäre der drin gewesen. Ja, ja. Oder wäre das Tor ein bisschen weiter oben gewesen, wäre auch gewesen, das Ding. Oder ein bisschen weiter rechts. So, cool. Jupp Heynckes wollte doch, dass die Tore vergrößert werden. Ich gebe ihm einen Grund. Achso. So, komm, hat er. Ah, da geht er gar nicht erst hoch, der Idiot. Solche KI-Heinis hier immer. Nein. Schön gemacht, Maxi. Oben. Und nochmal lang. Jetzt komm. Nur lauf mit, bitte. Jo, und jetzt komm, Marin, lupf ihn! Schade. Nein, da schießt du voll drauf und das passiert nix. Deswegen sollst du lupfen. Von Talion Deiner. Ja, es hätte schon geschossen, wo du es gesagt hattest. Oh, der wird passen. Ah, schön gemacht, Talion, super. Schade. Aber wenigstens geklärt, ist erstmal egal. Was jetzt? Gib allen Rot. Talion Rot, nee, Maxi. Maxi Gelb. Nicht Talion Rot, Maxi Gelb. Ich dachte Orange. Well Black. Ich krieg da rote Karten nur bei Notbremsen. Klingt irgendwie wie Wellblech, ne? Well Black. Well Black. Heißt das sogar Well Black, Alter? Komm hoch da. Ah, oh, ne. Bisschen Ball weg, dann Spaß. Rauf da. Oh, das sieht böse aus. Oh, schön gehalten. Schön, Alter. Hast du? Pass, Kehl. Durch. Nochmal. Hast du? Lauf mit. Lauf du bist links. Lauf nochmal in die Mitte, Mitte jetzt. Und Julian, was oder Steilpass. Da? Statt du legst nochmal zurück. Nee, komm, also das war jetzt wirklich ins Blaue geflankt hier. Wir sind doch blau. Na, schade. Schade, war auch einiges besser. Ich glaube, wir waren auch die bessere Mannschaft. Die haben ja wirklich nur in diesen 2 Sekunden da mal, ne, gezündet und dann ihre 2 Tore gemacht. Ansonsten waren sie eigentlich eher ungefährlich. Wir haben mehr Torschüsse. Ach man. Ja, das sah schon ganz gut aus da vorne, aber. Naja, gut. Ich hole nochmal die ganzen Geschichten hier durch. 8 Paraden mit Julian. Also, du hast ja auch um einiges hier gebessert. Auch wenn da eine 5,9 steht, da würde ich gar nicht drauf achten, auf diesen Quatsch. Ja, Julian hat vor uns eigentlich schon gut gehalten, was er halten konnte. Ja, ja. Aber war auf jeden Fall nochmal eine Steigerung drin, eigentlich bei allen. Deswegen war er schon mal nicht schlecht. Und ja, vielleicht das letzte Spiel dann doch nochmal gewinnen, ne? Das wäre nochmal was für ein Abschied. Und würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Euer Shuto.